Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Weiter geht es hier immer noch im Turm der Götter, wo wir jetzt gerade dabei sind, uns die dritte Statue zu holen, um den Weg zu den Göttinnen endlich zu offenbaren. Ja, vorher habe ich hier allerdings noch ein paar andere Kleinigkeiten vor. Unter anderem will ich ja durch diese Mauer hier durchbrechen. Vielleicht schaffe ich das ja mit einem gezielten Wurf. Oder auch nicht. Oh, meine Güte, und schon, ja, kaum fängt der Party an und schon geht das Gefehle wieder los. Meine Güte, konzentriere dich doch mal, Mann. Okay, probieren wir es gleich nochmal, und zwar dieses jetzt mal hier, ja. Ah, ja, toll, danke. Okay, Wurftiming muss noch ein bisschen besser angepasst werden. Ja, auf jeden Fall. Ey, das gibt's doch nicht! Also. Okay, und ich brauche eigentlich gar nicht hier danach zu suchen. Ich finde hier eh keine Herzen mehr. Oh ja, und jetzt bin ich hier drin, ne? Okay, das ist eigentlich recht simpel. Ich weiß schon, was ich machen muss. Ich muss hier stehen. Info, wollte ich lesen. Will ich gerne vorlesen für alle. Wieso kann ich das jetzt hier nicht vorlesen? Geht doch. Dieses Muster soll den Wind symbolisieren. Ja, und das hier? Sagt eigentlich gar nichts. Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Wir spielen das Lied des Windes. Genau. Dann erscheint nämlich hier erstmal so eine Schatzkiste. Aber das ist ja noch ein Nachteil, denn diese Typen hier erwachen jetzt zum Leben. Oh, holle fuck. Okay. Wow. Okay, den einen hat es schon bereits hier zerlegt. Okay, der andere hat es geschluckt. Wow. Und bloß in Deckung gehen. Und schnell das ganze Zeug hier noch einsammeln. Ja, eigentlich hätte ich sogar auch jetzt so den Schatz öffnen können. Und wahrscheinlich ja abhauen, weil es war jetzt hier gerade nicht angezeigt, dass die Tür verschlossen war, oder? Naja. Wir bekommen jetzt unsere Schatzkarte. Folge der Karte und näher dich mit dem Boot deinem Zielpunkt, um den Schatz zu heben. Ja, alles ganz einfach. Na schön, dann sind wir jetzt hier auch endlich fertig. Und dann kümmere ich mich jetzt mal hier um das Eigentliche. Und zwar muss ich ja jetzt erstmal ein paar von den Statuen jetzt hier mal einfach mal so rüberwerfen. Also sprich auf einen dieser beiden, naja, Ketten hier. Am besten nochmal so ein paar extra dazu. Ich hoffe mal, das klappt jetzt soweit, was ich hier probiere. Also ich brauche ja eigentlich ja ein ausreichend Gegengewicht hier. Und ich hoffe mal, diese vier reichen dafür auch aus. Obwohl, soweit ich weiß, gehen die jetzt sowieso gleich wieder zurück. Aber egal, ich mache das jetzt trotzdem erstmal hier so zum Anfang, damit ich erstmal wenigstens für mich selber erstmal ausreichend Höhe habe, um hier hochzukommen. Okay, hier ist nur eine Mana-Flasche drin, also gut. Dann eben halt nochmal anders. Wollen wir doch mal sehen, wie kriegen wir das am besten hin? Ja, ich würde mal sagen, aufgrund der Höhe müsste eigentlich das Dekublatt helfen. Jawohl! So, und jetzt brauchen wir erstmal wieder hier unsere Sonate des Puppenspielers. Es ist hier niemand in der Nähe. Du bist doch hier in der Nähe. Ach ja, warte mal. Ich muss ihn ja erst zum Leben erwecken, bevor ich ihn ja kontrollieren kann. Natürlich, ist ja klar. Sehr schön. Okay, dann können wir jetzt hier nochmal versuchen. Und schon können wir ja die Statue benutzen. Also links selber würde der Laser hier total zerbrutzeln, aber die Statue selber ist zum Glück nicht anfällig dagegen. Deswegen, ja, schalten wir aber trotzdem mal den Laser hier aus. Und gehen schnell raus hier. Schnappe ich mir jetzt wieder die Statue und ich mache einen Abgang. Yay! Ja, und wie ich es mir schon dachte, die Statuen sind alle wieder respawned. Oh, oh nein, nicht die Typen.
Oh, fuck! Ah, gut. Ich konnte sie wenigstens auch aus der weiten Entfernung anvisieren. Alter! Nee, die sind aber auch wirklich echt nervig. Ja, wie gesagt, ich brauche jetzt hier erstmal ausreichend Gegengewicht, um die Statue eben halt wieder hier hochheben zu können. Okay, das müsste jetzt erstmal schon mal helfen. Zumindest für den Anfang. Aber ich brauche ja mehr als nur ein Gegengewicht, damit das Ding ja hier ausreichend hochkommt. Und Link selber muss sie ja auch noch tragen können. Das heißt also, drei Statuen sind eigentlich Minimum hier. Aber um es ganz sicher zu gehen, nehme ich natürlich noch die vierte hier dazu. Und dann sollte es eigentlich ja jetzt gerade kein Problem sein, mir jetzt die Statue zu schnappen und diese einfach, während ich hier springe, rüber zu schmeißen, oder? Ja, so geht's auch. Schmeißen hätte ich mir also natürlich hier sogar sparen können. Und damit haben wir es also endlich geschafft. Die letzte Statue geht an ihren Platz. Dum, 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 dum. Ja, super. Damit ist es wohl also jetzt endlich fertig, würde ich sagen. Also mehr als diese drei Räume gab es ja nicht. Schon wird mir jetzt nun der Weg zu den Göttinnen offenbart. Und ja, Link, der sieht ja natürlich schon total fertig aus. Aber warte mal, ich wollte jetzt erstmal noch was gucken. Ja, warte mal. Genau, in die Richtung, wo ich jetzt hier gehe. Nee, warte mal. Die Richtung hier. Und ich weiß auch schon, wo genau ich dahin muss. Okay, das reicht aber auch. So, ich hoffe, jetzt kommt hier nicht noch so einer ran. Ich muss da nämlich noch mal kurz hier rüber und... Ja, hopp. Oh, Vorsicht. Mann, Alter, triff doch mal. Geht doch. Okay, und der Rückweg wird ja gleich ein bisschen, naja, ätzend, würde ich mal sagen. Aber immerhin, ich hole mir jetzt erstmal noch hier diese eine Schatzkiste, die jetzt hier ist. Ja, okay, hier brauche ich ja überhaupt nichts zu zerkloppen. Oh, und dann ist ja wieder sowas hier. Ja. Irgendwie funktioniert das Anvisieren nicht so, wie es soll. Okay, friss das! Und hier frisst die noch. Alles klar, und dann kommt ja jetzt erstmal wieder so eine Schatzkiste ran. Sieht aber ziemlich billig aus, das Teil. Ja, das ist irgendwie ein bisschen das Blöde an Wind Waker. Die haben ja hier so verschiedene designte Schatztruhen gemacht. Und leider sind die eigentlich auch immer so ein bisschen zufällig gefüllt. Das heißt also, man kann leider anhand des, anhand der Schatztruhenart leider nicht feststellen, ob es sich bei dem Gegenstand darin jetzt um was Besonderes oder um was einfach nur, Simples handelt. Aber hier, gut, ein Glücksamulett. Eigentlich auch nicht so übel. Trotzdem ist es eben halt ein bisschen blöd, wenn man das hier eben hier nicht so genau... aussieht, habe ich hier Ruhe. Ich dachte jetzt eigentlich, hier würde schon wieder der Pyromagus erscheinen, aber so wie es aussieht, habe ich diesmal Glück gehabt. Da muss ich eigentlich ja nichts weiteres tun, als jetzt hier nur noch zurückspringen. Ich hoffe jetzt mal, die Platte kommt jetzt hier auch an, während ich... Warte mal. Ja, das ist erstmal für mich die falsche Richtung. Ich will nämlich noch einmal wieder kurz runter zum Eingang gehen. Da habe ich nämlich auch noch was vor und Hey, warte mal. Genau, warte mal. Ich bin doch schon richtig gewesen. Ich mache mir hier wieder so völlig umsonst Panik. Ah ja.
Okay, dann sind ja die hier wieder. Oh ja, und dann auch natürlich der Laser hier. Das ist natürlich nicht so schön. Nein, 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 nein. Oh, Schwein gehabt. Ich habe den Sturz überlebt. Ich muss nämlich nochmal unbedingt wieder hierher zurück. Weil hier ist nämlich auch noch eine Schatzkiste versteckt, die ich ja noch hier mitnehmen will. Die musste ich ja vorher leider ja auslassen, weil mir ja noch hier der Bogen gefehlt hat. Wenn ich mich nicht irre, war sie da hinten irgendwo. Ja, Tatsache. Leunkönig? Was? Wie lenkst du jetzt hier auf einmal? Mann, das gibt's doch nicht. Ja, muss ich erstmal wieder warten, bis der Wasserspiegel wieder steigt. Oh, los, hoch, 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 hoch. Dauert's noch? Ich muss nämlich noch unbedingt schnell da rein. Und, ja, verdammt, schon wieder diese blöden Teile. Aber wisst ihr was, die sind mir sowas von egal. Okay, der ist jetzt auch erstmal weg. Das heißt, jetzt habe ich Ruhe und dann kann ich jetzt endlich mal meinen Pfeil hier so reinballern. Und schon, ja, passiert hier noch etwas. Eine kleine Kammer öffnet sich. Aber wir doch mal gucken. Also gut, anhand der Sequenz weiß ich ja schon, es muss ja meine letzte Schatzkarte hier sein. Und es ist tatsächlich die Schatzkarte. Öffnest du sie im Kartenbildschirm, ja, leuchtet der Ort auf und so weiter. Alles klar, kennen wir schon bereits. Wollen wir mal kurz gucken. Ja gut, eine Kiste ist noch übrig und das muss ja wahrscheinlich ja mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ja die sein für den Masterschlüssel. Da ich den ja noch gar nicht gefunden habe. Oh, komm schon. Lass mich hier raus. Ja, wie gesagt, da ich den ja noch nicht gefunden habe, muss es ja jetzt der hier sein. Ich meine, es ist nur noch die einzige Kiste, die jetzt hier übrig ist. Deshalb, ja. Die kann man also dann einfach gar nicht übersehen. Schätze ich zumindest mal. Aber ich glaube, es war irgendwie ja noch so ein kleines Rätsel damit verbunden, um sie überhaupt erreichen zu können. Na, werde ich ja gleich sehen und, naja gut, es muss eben halt richtig hier mit Vorsicht geschehen. Denn es wird jetzt nämlich wirklich langsam echt lebensgefährlich hier für mich. Was kommt schon? Wo ist die verdammte... Ah, hier. Müssen wir uns ja echt hier mal ein bisschen beeilen. Ich will nämlich so schnell es geht ja wieder zurück an den Eingang kommen. Also zumindest jetzt hier in diesem... Was für ein Raum ist das überhaupt? Portalraum? Könnte man eigentlich meinen, weil es ist ja hier jetzt ja praktisch ein Portal geöffnet worden. Dann wollen wir doch mal. Ja. Dann wird jetzt erstmal hier wieder eine Etage weiter höher geführt. Dann sind tatsächlich diese Dinger hier und dann ist doch das hier... Ah ja, gut. Und da vorne sind sogar die Masterschlüssel. Okay, ich weiß ja schon, wie das gehen muss, aber ich muss hier vorsichtig sein, dass ich jetzt hier nicht versehentlich an diesen verdammten Laserstatuen rankomme. So, und ich hatte eben jetzt gerade für einen kurzen Moment ein wenig Panik gehabt, aber das waren ja die Laserstrahlen von dieser Barriere hier. Jetzt noch die andere schnell holen. Und möglichst natürlich versuchen, hier nicht zu nah an den Lasern ran. Okay, die ist jetzt weg. Und dann jetzt zum Schluss noch die dritte hier. Und damit haben wir auch jetzt endlich unseren Masterschlüssel. So, zeige ich ihn euch nochmal, damit ihr ihn euch bewundern könnt. Du hast den großen Schlüssel gefunden, der ermöglicht dir, das Versteck des Wächters zu betreten. Rufe den Kartenbildschirm auf, finde ihn und mach ihn den Chaos. Oh, fuck! Verdammt, die muss ich erledigen. Oh, Vorsicht!
Muss ich echt mal ein bisschen besser aufpassen. Vor allem jetzt hier, wenn ich hier sogar noch die falschen Waffen ausrüste. Aber gut. Damit bin ich also jetzt auch fertig. Warte mal. Ist eigentlich noch was Besonderes hier in den Kisten drin? Okay, ein Glücksamulett ist hier. Und in den anderen? Ah, nur Pfeile. Also gut, dafür riskiere ich mein Leben jetzt natürlich hier nicht. Stattdessen, ja, muss ich hier ein bisschen aufpassen. Erstmal hier, ja, großer Vogel und dann sind ja jetzt so eine anderen Laservorrichtungen hier. So, kann ich den Vogel irgendwie schon abballern? Ah, leider nicht. Jedenfalls nicht auf die, ja, manuell zielen Weise. Oh, und verdammt, ich hätte jetzt eigentlich hier noch meinen Greifhaken nehmen können, um... Alles klar. Ja gut, die hier zu erledigen dürfte eigentlich kein Problem sein. Aber dann langlaufen darf ich ja natürlich hier nicht. So, hier ist ein bisschen komplizierter. Oh, der lässt sogar was, das jetzt gerade mitten ins Meer stürzt. Oh ja, und die hier fertig zu machen, das wird schwierig. So, warte mal, ich muss erstmal kurz gucken, wie weit ist die Reichweite von den Dingern? Oh, okay, das hat geklappt. Okay, hier sind Bomben drinne. Und hier eine Fee. Komm her, Fee. Alles klar. So, und jetzt werde ich einfach nochmal hier kurz zurückgehen. Und nochmal den Raum verlassen, denn dann respawnt ja das hier noch alles nochmal. Und dann kann ich mir wenigstens jetzt hier nochmal eine Fee jetzt als Reserve mal mitnehmen. Das ist für mich am besten so. Mache ich das erstmal lieber. Ist jetzt natürlich jetzt blöd, dass hier jetzt auch die ganzen Laserteile hier jetzt hier wieder alle respawnen, aber na gut. Das muss ich jetzt hier leider in Kauf nehmen. Oh, die Vögel sind natürlich auch wieder hier. Ah, warte mal, da fällt mir eigentlich mal ein. Jetzt, wo ich hier sogar wieder eine zweite Gelegenheit habe, kann ich ja natürlich jetzt auch von denen hier Goldfedern klauen. Und ja, nehme ich mir erstmal den Pfeil hier noch, damit meine Munition wenigstens hier wieder aufgefüllt wird. Alles klar. Okay, an dem muss ich ja wieder hier geschickt vorbei. Und höpp. Okay, die sind auch weg. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch sicher an denen vorbei. Und schon haben wir es geschafft. Und wir haben unsere weitere Fee hier. Alles klar, gut, du hast eine Fee in der Flasche gefangen. Sie ist dein Schutzengel und rappelt dich auf, wenn du im Kampf verwundet bist. Alles klar, lass dir am Ende deiner... Ja, so ist gut. Gut, dann brauche ich jetzt erstmal, muss ich mal schauen. Genau, ich brauche Pfeile und auch Bomben für diesen nächsten Kampf hier. Ja, gut, hinter dieser Tür wartet ja unser Bossgegner auf uns. Praktisch unsere große Prüfung und ja, Moment, ich musste hier noch was anderes hier mitnehmen. Und zwar brauche ich meine Kamera dafür auch. Ja, alles klar. Ich bin eigentlich, denke ich mal, soweit gut vorbereitet. Im nächsten Part nehmen wir uns dann den Bossraum hier vor. Ich bedanke mich wieder mal hier recht herzlich fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht es weiter hier mit Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Also dann, Freunde, bis zum nächsten Mal und tschüss!